tief in der Weite der Antarktis steht ein Pinguinjunges auf seiner Eisscholle. Seine Mutter ist viele tausend Kilometer entfernt auf Fischfang und auf der Suche nach Paniermehl. Das Pinguinjunge ist ganz alleine. Und natürlich kommt das, wie es kommen muss, der ärgste Feind des Pinguinjungen. Wittert. Das schutzlose Küken. Und nähert sich, umkreist das Küken auf der Scholle. Der Orca, Killerwal, gefürchteter Säuger in Ozean. Der Pinguinjunge hat eine Strategie für solche Fälle. Es ruft nach seiner Mutter. Aber die ist ja viele tausend Kilometer entfernt auf der Jagd nach Fisch. Und auf der Suche nach Paniermehl. Der Orca fühlt mit Hilfe feiner Sensoren in seinem Gaumen, dass der Junge Angst hat. Die Sensoren in seinen Gaumen sind so empfindlich, dass er auch sehr viel Angst wahrnimmt, weil ja die Natur größtenteils mit Wesen voll ist, die Angst haben vor dem Fressfeind. Das macht den Orca langfristig so nervös, dass er sich immer wieder mit dem Wert des Echten beruhigen muss und die angenehme karamellige Süße seine Sensoren beruhigen lässt. Das Pinguinjunge kakelt nach der Mutter, doch sein Ruf verhallt ungehört. Es versucht, den Orca mit Spucke zu vertreiben. Orca zeigt sich davon unbeeindruckt, denn der Ozean ist ja eh schon nass und die warme Spucke des Pinguinjuckens der Jungs ist eher eine Wohltat als eine unangenehme Geschichte. Der Pinguinjunge schreit um sein Leben und es spuckt nochmal auf den Orca. Der ist dadurch ein bisschen sauer und denkt sich, jetzt ist Schluss. Und ran, die Eisscholle. Stille über der Arktis. Das Pinguinjunge ist von einer 15.000 Kilogramm schweren Eisscholle begraben. Heimtückisch. Wie effizient. Schnappt der perfekte Räuber sich seine Beute. Nichts kündet mehr davon, dass gerade noch ein Pinguinjunges auf einer Eisscholle in der Antarktis stand. Seine Mutter wird mit Fischstäbchen zurückkommen, die sie mühsam in vielen Arbeitsschritten angefertigt hat. Sie schwimmt dazu bis zu den Tropen, um die nötige Hitze auch zu haben, auf heißen Lavasteinen in Küstennähe, um den Fischfilet zu braten, nachdem sie natürlich die Fische aufwendig filetiert hat, und es danach zu panieren. Dieser Vorgang dauert oft Jahrzehnte. Wenn die Mutter wiederkommen wird, wird sie eine leere Eisscholle vorfinden. Das ist der grausame Gang der Natur.